Sonntag, 4. Mai, es war der letzte Spieltag der Hauptrunde und es ging um nicht mehr allzu viel. Die Playoff-Plätze längst vergeben, die Gegner der Viertelfinals, klar Bayern, Hauptrundengewinner. So weit, so gut. Mit dem Gegner Berlin war allerdings noch eine Rechnung offen. Die Hausherren begannen das Duell am 34. Spieltag jedoch verhalten. Vor allem die Dreier wollten nicht fallen. Anders bei Alba, dritter Dreier Logan. 16:7, Auszeit Pesic, doch der erste Abschnitt ging an die Berliner. Das zweite Viertel machte da gleich zu Beginn mehr Hoffnung. Paul Zipser mit schnellen Händen und dem Dank aus dem Fastbreak heraus. Paul mit 10 Punkten, 6 Rebounds und über 22 Minuten Spielzeit. Saubere Partie, das Duell. Bayern-Berlin jetzt durchaus auch was fürs Auge und für die Pumpe. München bis auf einen Punkt ran, aber die Hauptstadt am Sonntag mit 42% from downtown. Schulze für 3, der Bayern-Express nahm zu selten Fahrt auf wie hier Delaney auf Troutman. Doch Bayern blieb in Schlagdistanz, weil nun endlich was von jenseits der 6,75 fiel. Jedoch ebenso auch 5 Ballverluste allein im dritten Abschnitt für die Münchner. 55-59 hieß es da. Ab ins Schlussviertel, doch dort David Logan noch einmal stark. 15 Zähler für die Nummer 5 der Berliner. Alba-Coach Obradovic zufrieden oder so ähnlich. Kurz vor Ende blitzten dann die Stärken der Bayern nochmal auf. Schnelle Transition, gutes Passspiel über Delaney und Schafarzig und dann überlegter Abschluss Paul Zipser. Am Ende siegten trotzdem die Berliner 80-72. Die Münchner richten ihren Fokus nun auf die Playoffs, auf die erste Begegnung am Samstag gegen Ludwigsburg. Die BEKO Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?